So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Fallout 4 hier bei mir auf dem Kanal. Ist jetzt schon am Bild und jetzt hucke ich mal schon ins Bild. Und ich bin hier drinnen, ihr werdet es nicht glauben, ich bin hier drinnen. In dem Moment, wo ich jetzt, ich habe die ganzen Konsolen-Sheets rausgesucht, wie natürlich die Tür wandern kann, alles Mögliche. Und in dem Moment, wo ich das anwenden will, ist kein Witz, geht die Tür auf. Ich hoffe, es ist, gefällt dir gut hier im entkommenen Fremder. Und er hat gesagt. Da meint es jemand ernst. Oh. Hier ist ein Knast. So, hier ist ein Süßkuchen. Wir klauen natürlich das nicht. Einen Schlüssel würde ich nehmen, aber den gibt es hier scheinbar nicht. So, jetzt können wir aber auf jeden Fall das machen, was ich die ganze Zeit machen wollte. Und das ist Büroterminal. Admin haben wir ja, das kann man zum Glück alles schon erfahren. So, und das hier, den Fischereibericht. Und den habe ich nicht gelesen. Ich bin einfach raus aus den Personalakten und das war der Fehler. Wir müssen echt aufpassen. Willkommen. Mr. Houndley hat den Weg zum Lager fünfmal abgebrochen, weil sich ein Fischer namens Unbekannt am Weiher von Mystic Plains niedergelassen hat. Mr. Houndley sagt, dass sein neuer Lieblingsfischereivieh des Mannes liegt direkt über dem Lagereingang. Das Stockton-Rettungsteam wurde beinahe von ihm entdeckt. Ich empfehle... Ach, alles klar. So. Jetzt ist natürlich aber die Frage, wie wir hier wieder rauskommen, ne? Ist aber kein Schlüssel drin liegt oder irgendwas. Von der Bude. Abgeschlossen. Covenant Büroschlüssel. Aha. Naja. Ja klar. Also, es war wieder mal meine Schuld dazu. Okay, es kann weitergehen. Die Quest geht weiter. Höchstens eine Folge verloren. Aber manchmal ist das so bei Rätseln. Da bin ich mir sicher. Ja, ey. Ehrlicher hey Dan. Hast du was über die Karawane erfahren? Ja, hab ich. Vielleicht. Es gibt Neuigkeiten. Überlebende im Lager. Warum habe ich jetzt so viele Optionen auf einmal? Überlebende im Lager? Die Überlebenden in ein Lager gebracht. Dann sind wir im Geschäft. Ich treffe dich da und wir retten ein paar Karawanenmitglieder. Warte, ey, das war doch nicht alles. Was ist denn das? Wir treffen uns beim Lager. Oh, das, wir treffen uns beim Lager. 1000 Gesprächsoptionen, ich kann nur eins machen, echt. Hey, Fremdling, es ist kein Geheimnis, dass du hier rumschnüffelst. Nicht sehr freundlich von dir, wenn du mich fragst. Ich weiß, ich schnüffel doch nicht. Das Richtige zu tun. Triff nur keine übereilten Entscheidungen, die du später bereust. Übereilte in Dummstellen. Offen sprechen. Übereilte Entscheidung? Was meinst du damit? Entscheidungen meinst du? Vielleicht mag man an deinem nächsten Ziel keine Eindringlinge. Aha, alles klar. Wollen wir offen mit dem sprechen? Kann ich... Ja, ich kann schnell speichern. Komm einfach raus und sag, was du damit meinst. Hast du vielleicht ein Gerücht über Stocktons Karawane und ein Lager gehört? Ja. Tun wir mal so, als wäre da was dran. Wir würden nur etwas tun, wenn wir gute Gründe hätten. Die besten. Pass auf. Du stellst deine Nachforschungen ein und ich schenke dir 100 Kronkorken. Dann bist du hier jederzeit wieder als Freund willkommen. Mord rechtfertigen? Die Rechtfertigung eher ist, eine ganze Karawane zu töten. So einfach ist das nicht. War unsere Gemeinde nicht gut zu dir? Und zu anderen auf der Durchreise? Ich bitte dich nur, uns etwas Vertrauen zu schenken. Das ist schwierig. Kompromiss suchen? Es gibt doch bestimmt einen Spielraum. Ich bekomme Stocktons Überlebende und wir bleiben Freunde. Ich muss aber mehr wissen. Bitte, halte dich einfach vom Lager fern. Scheiße, ich habe zu wenig Charisma. Verdammte Scheiße, Mann. Ach, das fällt mir immer auf die Füße. Jacob? Hey, Fremdling. Es ist kein Geheimnis, dass du hier rumschnüffelst. Nicht sehr freundlich von dir, wenn du mich fragst. Ich weiß, du glaubst, das Richtige zu tun. Triff nur keine übereilten Entscheidungen, die du später bereust. Ja, ich will, jetzt hab ich ein bisschen Angst, Kobben und Schmidt. Ich weiß, dass ihr und euer geheimes Lager hinter dem stecken, was mit Stocktons Karawane geschehen ist. Tun wir mal so, als wäre das so. Wir würden nur etwas tun, wenn wir gute Gründe hätten. Die besten. Pass auf. Du stellst deine Nachforschungen ein. Und ich schenke dir 100 Kronkorken. Dann bist du hier jederzeit wieder als Freund willkommen.
Es gibt doch bestimmt einen Spielraum. Ich bekomme Stocktons Überlebende und wir bleiben Freunde. Ich muss aber mehr wissen. Bitte, halte dich einfach vom Lager fern. Ich kann dir nicht überreden. Den Namen der Dreckhund. Tja, wird nix. Keine Ahnung. Scheiße. Das heißt, wir gehen weiter. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst, dass wir uns die Reputation versauen in Covenant. Mal gucken. Der Laden ist normalerweise der erste Halt. Ja. Wir tolerieren keine Gewalt oder Anstößigkeit. Wenn du beides meidest, kommen wir gut miteinander aus. Beides meidest. Treibt sich sogar meine Fresse. Das ist der richtige Weg. Oder ist hier der Weg das Ziel? Finde das Covenant-Lager. Alles klar, müssen wir um den See drum gehen. Ja, der See ist ja... Oh, ich habe ein Level-Up. Wo kommt das her? Kann ich das in Charisma investieren, sag mal? Andere zu überzeugen. Wann habe ich denn das Level gekriegt? Ich habe eben gespeichert. Ich habe eben gespeichert, bevor wir den angelauert haben, den Opa. Ja, hier war das. Mann, habe ich einen schönen Schar. So, wir laden da nochmal ganz kurz. Das ist natürlich jetzt nicht die ganze feine englische Art. Oh, guck mal, geiler Anzug. Das ist eine Bruderschaft. Ihr Döns, meine ich. So. Erstmal dumm stellen. Keine Ahnung, wovon du redest. Wenn das doch stimmen würde. Denk doch mal nach. Okay, wir reden gleich nochmal mit dem, aber ich will den Punkt erstmal verteilen. Vielleicht kann ich das Charisma so weit hochdrücken, dass ich den überreden kann, den alten Blödmann. Charisma ist eine Fähigkeit, andere zu überzeugen und du um zu verführen. Es ist bestimmt deine Überlebenskünste und verbessert Preise beim Handeln. Ja. Big Sale Meister beherrscht die Kunst des Meisterhandelns. Hier kann ich aus anderem Geschlecht umbringen. Sehr gut. Machen wir das mal. Einmal Punkt hier rein. Genau, sehr gut. Haben wir jetzt bei Charisma 5. Hätte ich das vorher gewusst, gell? Ich habe das schon ein paar Mal eine Gesprächsoption versaut. Hätte ich direkt mehr Punkte in... Denk dran, was ich über Mr. Dan gesagt habe. Er ist nicht der beste Einfluss. Ich mach was ich will. Danke, Covenant voll. Fragen stellen? Dann frag doch. Hab ich doch gerade. Das Hast Lager. Hast du mal von einem Lager gehört? Das hört sich wirklich interessant an. Aber ich habe noch nie von einem Lager gehört. Ach, noch nie. Okay. Verschwundene Karawane. Eine verschwundene Karawane? Geht es um diese Stockton-Leute? Ich habe es Mr. Dan immer wieder gesagt. Wir haben sie nicht gesehen. Toll, jetzt habe ich die Gesprächsoption nicht mehr. Problem mit Synths? Sollte nicht jeder ein Problem mit Synths haben? Aber diese Dinge gibt es hier nicht. Da kannst du dir sicher sein. Das ist offener Rassismus. Einen schönen Tag noch. Scheiße. Jacob? Denk dran, was ich über Mr. Dan gesagt habe. Er ist nicht der beste Einfluss. Okay, verstanden. Ich wünsche noch einen schönen Aufenthalt. Hey, denk dran, Jacob. Was ich über Mr. Dan gesagt habe. Er ist deine Mutter. Der beste Einfluss. Ich mache, was ich will. Ich rede, mit wem ich reden will, Kumpel. Versteh mich nicht falsch, ich möchte nur helfen. Ich wünsche noch einen schönen Aufenthalt. Tja, der kriegt die auch Gesprächsoptionen. Ich dachte, ich kann den überreden. Ich scheiße es drauf, ehrlich, ganz ehrlich. Wie die Tür aussieht, hier voll nass, so glänzend. Also teilweise sieht es richtig gut aus, das Spiel mit dem Update. Teilweise haben die aber noch die alten Texturen drin. Ich weiß nicht, ob da noch was verbessert wird. Ich weiß, dass für die Xbox jetzt irgendwie der Patch das auch kommt. Da kommen wir zuerst für den PC jetzt. Haben sie wahrscheinlich getestet. Und demnächst kommt er dann auch noch für die Konsolen, soweit ich gesehen habe. Oder zumindest wird er verbessert irgendwie wohl. Weiß nicht genau. So, alles in allem zusammengefasst. In den letzten 5 Stunden zusammengefasst. Das spielt sich halt wie Fallout 4. Aber sieht halt besser aus. Sieht halt aus, als was eine Drohne abgestürzt oder sowas. Sieht halt aus, als wenn du mit ganz vielen Mods spielen würdest. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen an sich. Mal gucken, ich wollte da nicht. Zur nächsten Aufnahmesession werde ich da mal versuchen. Mal gucken, was wir für Mods noch installieren, was für sinnige Mods wir noch installieren wollen. Ich will jetzt nicht das Ding kaputt modden hier. Das geht nämlich schnell bei den Spielen von Bethesda. Aber ich möchte gerne eine bessere UI haben, das ist ein bisschen kacke.
Die Itemverwaltung ist ein bisschen scheiße. Und Ressourcen sollen nichts wiegen, zum Beispiel. Ich muss ja alle 2 Minuten zum Sanctuary reisen. Oh, hä? Was ist hier passiert? Oh. Oh, ein Teddybär. Den nehme ich mit. Den braucht ihr nicht mehr, oder? Ach, nice. Und da saßen sie da und da hinten war wahrscheinlich die Explosion, Atomexplosion. Und die haben hier gesessen hier draußen. Und haben sich... Keine Ahnung. Hier Fernsehen angeguckt, wie die Atomexplosion da hinten explodiert ist. Genau, das haben die gemacht. Sehr gut. Das ist eine ganz andere Metaebene. Das ist ein bisschen Tenet-mäßig. So. Guck mal, da ist ein Symbol. Das sieht ein bisschen aus wie die Diebesgilde von Skyrim. Geht aber auch nicht. Oh, was ist denn das? Ist das ein Ghoul? Hat so rotes Gesicht gehabt. Ich mag Ghule. Die Leute machen die ganze Zeit Quatsch am Ufer. Die vertreiben mir die Fische. Das ist doch kein Fischer, oder? Hey Fischer, bist du Fischer? Such dir eine eigene Angelstelle. Verschwinde. Geh angeln, wo ich will, du Blödmann. Wir müssen jetzt da rein, da unten. Ich muss jetzt da reinschwimmen, wirklich. Ich will nicht in die alte Brackwasser, ehrlich gesagt. Ach guck. Abwasserkanal öffnen. Öffnen. Sehr cool. Hallo? Jemand zu Hause? Ist hier das Institut? Institut. Ach, da ist er. Hey. Die verbergen etwas. Da bin ich mir sicher. Hey, Dan. Auch. Da oben ist jemand. Du gehst voran. Ehrlicher denn? Da ist ja, kann ja nur ehrlich sein eigentlich, wenn er ehrlicher denn heißt. Ne? Irgendwie. Mal hier das Wasser, wie geil das aussieht. Echt gut. Okay, wir gehen mal vor. Hallo. Außenstehende haben keinen Zutritt. Oh. Was machst du hier? Okay, schießt das mal nicht. Ich will keine Gewalt. Stockton Karawane retten. Wer bist du? Wer bist du? Ich stelle die Fragen. Warum bist du hier? Oh, du bist irgendein Typ mit Hipster-Frisur. Scheiße, ich will antworten, keine Gewalt, das ist rot, das wird niemals was werden. Lügen, Stockton Karawane retten. Ich bin Stockton. Hier, um die Überlebenden von Stocktons Karawane zu retten. Das kann ich nicht zulassen. Ist warum nichts nicht? Persönliches. Ich will niemanden töten. Ich will niemanden töten. Ich wollte niemanden töten, das ist doch scheiße. Ich wette, das wäre so gegangen, wenn ich diese scheiß Charisma hochgelevelt hätte. Das ist doch zum Kotzen. Warum habe ich am Anfang das nur alles verteilt? Warum habe ich das gemacht? Warum? Unglaublich. Wie blöd ich manchmal bin. Der Typ, ist Manny weggerannt? Oder ist das, ach nee, das ist Manny. Sorry Manny, es tut mir leid. Ach, das nervt mich jetzt ein bisschen, echt. Ich will sie auch nicht alle umbringen hier, ohne Witz. Anscheinend haben sie alte Abwasserkanäle umgebaut. Das gefällt mir nicht. Viele Möglichkeiten für einen Hinterhalt. Missionen müssen geschützt werden. Wer ist da? Ich bin's, Günther. Was? Ich war kurz bei Subway, hab mir ein Sandwich geholt. Willst du auch eins? Bin überladen. Ja, aber es ist nichts weiter. Kann ich in der Tasche zerlegen? War das bei dem Spiel so? Inventar. Oder war das eine Mod? Es war auf jeden Fall bei Fallout 76 so. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier noch so ist. Ich weiß es nicht. Schrott. Ablegen, untersuchen, sortieren. Komponentenansicht. Das war vielleicht eine Mod. Scheiße, Mann.
Neue Covenant-Sicherheitsdienst. Ablegen, ablegen. Ablegen. Okay, unser Gesicht, unser Oh, eine Flanellhemd mit Jeans. Ja, Mann. Gefickte blaue Jacke. Natürlich nicht. Oh Mann, die ganzen Klamotten, ich will sie alle behalten. Landarbeiterkleidung, Lederkombi. Ablegen. 5. Sieht er jetzt aus? Mal kurz gucken. Ah, ich kann nicht mal mich angucken. Warum nicht? Das Flanellhemd finde ich ja geil. ja, da ist noch ein Holo. Da ist ein Holo. Subjekt 12 Grunddaten nehmen. Okay. Müssen wir es vielleicht mal anhören. Das ging auch irgendwie, ne? Hier so mit dem Ding. Mit dem Pitboy. Daten. Inventar. Hilfsmittel diverses. Hier. Holo. Subjekt 12. Na, hat deinen Kassettenrekorder dabei? Aber, wie sind die Lebenszeichen des Subjekts? Kann ich das wegmachen jetzt? Fluktuieren etwas, was aber noch. Wer seid ihr? Was? Scheiße! Mach das! Ich werde das nur einmal sagen. Sprich nur, wenn du zuvor angesprochen wurdest. Bitte sofort. Das Subjekt ist bereit für die Nullmessung. Beantworte die Fragen schnell und mit dem ersten Gedanken, der dir in den Sinn kommt. Ein wild gewordener Wissenschaftler brüllt dich an. Ich werde meinen Quantenharmonisierer in deine photonische Resonanzkammer stecken. Was sagst du? ich steck dir auch gleich mal was in meinen. Beantworte die Frage. Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit diesem Wissenschaftszeug nicht aus. Ich ignoriere ihn. Du ignorierst ihn? Faszinierend. Wow, wow, wow. Da ist irgendwo ein Geschütz. Hört sich so an, zumindest. Alter, Dan. Schauriger Dan. Ich bin schon überladen. Wow. Geh mal hier lang. Aber ich renne am besten. In Vollspeed. Aber ich nehme es trotzdem noch mit. Oh. Shit. Genau, schützt den Doktor unter allen Umständen. Problem ist, ich bin überladen. Ich muss hier mal in die Ecke gehen, ganz kurz. Schützt den Doktor unter allen Umständen. So, aus meinem Stim. Bin so überladen. Oh. Ist hier raus? Ach, zerlegen ging nur an Werkbänken, gell? So war das. So war das, genau, so war das. Aber 76 war das so. Hier ist keine Werkbank. Oder für ein Messer. Red X, Bleistift. Diese Poster überall, das ist so gut. Der Schrank ist leer. Ich guck mal, was ich hier kurz wegschmeißen kann. 6 ist nicht so viel. Also der ist, wir sind nicht so viel drüber, sag ich mal. Wir können mal eine davon weghauen, noch eine. Wir können mal nach Gewicht sortieren. Schaden, weiß ich nicht. Das, nee, das ist Wert. Gewicht, alles klar. Minigun ist klar. Lasermuskete. Muskette. Impro-Gewehr. Was wiegt das Ding? 6,4. Schwere Pistole, sehr gut.
So, Automatik-Impro. Kurzes Impro. Muss ein bisschen aufräumen, schnell. Kampfmesser. Schlagring. Das ist nervig. So, jetzt passt das. Und dann möchte ich gerne auch hier diese Waffe auf die 1 legen. Und die Lasermuskete habe ich schon auf irgendwas gelegt. Das kurze Impro-Gewehr würde ich mir auch noch mal kurz irgendwo legen. Und zwar auf die 6. Ja, 6 gesagt. Ja, das hole ich nachher ab. Nicht. Nachladen. 6. Oder haben wir auch nicht so viel Munition dafür? Und da haben wir gar nichts im Moment. Also bleiben wir bei dem Ding. Hey Dan. Hast du alle abgemurkst? Oder nicht so? Bergbauhelm finde ich gut. Oh, da sieht's so aus. Diese Dinger, da waren immer Kerne drin in diesen Generatoren. Aber in dem Fall jetzt nicht. Toll. Irgendwo müssen weitere Zellen sein. Jo. Ich habe so ein Bauchgefühl. Stock. Oh, wollte gerade was sagen. Diese Scheiße, dass wir alle umbringen müssen jetzt hier. Waren hier. Ja, auf jeden Fall waren die hier. Drogenterminal. Da ist noch ein Holo auf dem Tisch, das nehmen wir auch gleich. Dr. Rogers persönlich ist da. Letzte Frage. Was? Roter Hering? Falls es dir was bringt, ich habe deine Meinung. Frage 4 war schon immer Montgomery's Baby. Ja, aber Frage 4 ist ein roter Hering. Wir haben kein Monopol auf das Finden von Synths. Im Commonwealth enttarnte Menschen ständig Infiltratoren aufgrund deren Fehler in Verhalten und Erinnerung. Tatsächlich unbeschreibbar. Letzte Frage. Ich weiß, es klingt verrückt, aber wir müssen die letzte Frage stellen. Zugegeben, ohne die Einschränkungen durch Multiple Choice werden die Antworten vielfältiger und daher die psychologische Reaktion anders. Aber vielleicht ist es ja ein wesentlicher Bestandteil. Da geht es um den Test. Wir haben den da ausgearbeitet. Das war jetzt nicht so spannend. Wir haben irgendein Subjekt hier, irgendwas mit Subjekt 12. Wir hören uns das auch nochmal schnell an, das Holo. Diverses war das, ne? Ja, genau, Ereignisse. Oder Ergebnisse. Das Vertrauen ist bei Subjekt 12 sehr hoch. Genaueres werden wir bei der Autopsie erfahren. Und bei der, also. Irgendwelche Fortschritte bei Frage 3? Nein, das EKG zeigt nichts Unerwartetes. Die Antworten sind einfach vorhersehbar. Du hast deine Meinung zum Wert von Frage 3 deutlich gemacht. Aber sie zu entfernen könnte sämtliche Daten unbrauchbar machen, die wir bisher gesammelt haben. Machen wir weiter. Frage 4. Die Daten dazu sind faszinierend. Wieso hat Baseball die höchste Korrelation? Noch höher als bei Frage 8? Unsere Methodik ist sehr umfassend. Die Antworten von Subjekt 12 zu Baseball und seiner Kindheit waren besonders interessant. Sieh nur hier und hier. Ich frage mich, ob sie wohl Baseball im Institut spielen. Oder gibt es irgendeinen Fehler in ihrer Programmierung? Wir brauchen einen weiteren Fehlschlag, um das genauer zu untersuchen. Subjekt 12 taugt nur noch zur Endverwertung. Ich informiere das Rückführungsteam. Oh Gott, Mann. Die gehören auch zum Institut, glaube ich. Wenn ich es richtig verstanden habe jetzt. Munition wiegt nichts, das ist schon mal gut. Ich will noch kurz gucken, irgendwann muss ich wegschmeißen. Eine Knarre am besten. Am besten die Minigun, die brauchen wir nicht. das Ding kann weg. Die Missionen müssen geschützt werden. Ja, Mann, die Missionen müssen geschützt werden. Ich glaub's auch. Also ich dachte, dass der von einem Schrotschuss in den Kopf, dass er davon umfällt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der dann da steht und denkt, oh ja gut, nehme ich. Hast du noch einen? Ich will den jetzt nicht tot, ich will mich jetzt nicht voll looten, ehrlich gesagt. Weil jetzt muss ich eine Schnellreise machen nach Sanctuary. Soll ich zwischen den Folgen machen, wenn überhaupt. Kann ich das Ding auf uns umprogrammieren? Ne, das geht nicht.
nichts sehen! Weil ich dir ins Gesicht geschossen habe, du Blödmann. Aua! Scheiß Impro-Pistole. Zuckerbomben, Kartoffelchips, Eichhörnchen, lecker Bissen. Impro-Pistole schwer. Die benutzen wir eigentlich, ne? Können wir ja eigentlich mal nehmen. Impro-Pistole schwer. Kuh, Impro-Pistole. Können wir austauschen einfach. Impro-Pistole und dann schmeißen wir die andere weg. Das ist ja alles nur so Crap. Impro, schwer, Impro. Ach, die war auch schon schwer. Ne, war die nicht. Hier ist die. Wo ist die? Impro-Pistole, da ist die. Ablegen. 1, 2, 3. So, die ist jetzt schwer. Was immer das bedeutet. Vielleicht 2 Schaden mehr oder so. Hier ist ein Gitter. Kette aktivieren. Da geht's runter. Ich würde mal ganz kurz hier gucken, was hier hinten ist. Ist ja schon wieder eklig. Hier ist voll der Dungeon. Pack mal die Waffe weg. Entschuldigung. Hallo. Und da bist du. Mein Lebenswerk ist fast zerstört. Nur weil du unbedingt Stocktons angebliche Tochter finden willst. Du weißt aber, dass sie höchstwahrscheinlich ein Sünd ist. Wenn du mehr als nur ein Söldner bist, können wir die Lage vielleicht noch retten. Rede weiter. Ich höre dir nicht zu. Urteile. Urteile zurückhalten. Rede weiter. Erzähl weiter. Was würdest du tun, wenn deine Familie, als du Kind warst, vor deinen Augen von einem Sünd ausgelöscht worden wäre? Würdest du es einfach akzeptieren? Oder würdest du was dagegen unternehmen? Was ist denn passiert? Du hast es nicht ruhen lassen. Sie sollten büßen. Ich würde niemanden foltern. That's right. Ich habe sowas durchgemacht. Aber ich habe keine Unschuldigen gefoltert. Opfer sind unvermeidlich. Es sieht nicht so aus, aber wir sind im Krieg. Solange das Institut sich unerkannt unter uns bewegt, schlägt es ohne Vorwarnung zu und kontrolliert uns aus dem Schatten heraus. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, einen Test zum Erkennen verborgener Sünds zu entwickeln, um sie aufzuspüren und zu vernichten. Ist es das nicht wert, dafür zu kämpfen? Scheiße. Institut muss zerstört werden. Gegen Ermordung aller Sins. Unsicher wegen des Instituts. Ist es so schlimm? Gegen Ermordung. Ihr wollt doch nicht ernsthaft alle Sins töten. Doch, absolut. Aber zuerst müssen wir sie finden. Ein lebendiger Sünd ist durch keinen medizinischen Test von einem Menschen zu unterscheiden. Aber mit Psychologie kann man es schaffen. Und da kommt der Safe-Test ins Spiel. Der Test ist noch im Anfangsstadium. Aber durch Opfer- und Durchhaltevermögen steigt die Erfolgsquote. Safe-Test funktioniert skeptisch, könnte nützlich sein, foltern, verurteilen. Das ist, also ganz ehrlich, Bethesda, was ist das, Mann? Warum schreibt ihr nicht da alles hin? Weil das ist doch, wie soll ich das, da muss ich ja jedes Mal selber für mich übersetzen. Was ist das für ein Dreck? Ich glaube, da gibt es eine Mod, die das verbessert. Aber ich weiß, wir spielen das mal ohne Mods, dachte ich. Safe-Test funktioniert, foltern, verurteilen. Wir können nicht, ich will, dass die am Leben lässt, aber ich will die auch nicht umbringen müssen, die Oma. Aber eure Methoden sind barbarisch. Das ist Folter. Um den Safe-Test zu verbessern, müssen wir die Testpersonen extremem psychischen Druck aussetzen. Unangenehm, aber notwendig. Covenant ist vieles. Eine Zuflucht für die Gebrochenen, die das Institut hinterlassen hat. Ein Ort der Sicherheit und Heilung. Aber am wichtigsten ist, dass wir die Chance haben, das Zeitalter der Paranoia zu beenden. Wie wäre es damit? Wenn du mich Stocktons Sünd beseitigen und unsere Arbeit fortführen lässt, zahle ich dir deine versprochene Belohnung. Dieser Auftrag war schon verrückt genug. Läuft nicht. Wie gut, dass ich nicht mit dir gesprochen habe. Wenn du der Spinnerin hilfst, haben wir ein ernstes, tödliches Problem. Traust du mir denn? Amelia verschonen, Angebot ablehnen, Angebot annehmen. Töte Amelia muss verschont werden. Verschonen sie. Unmöglich. Höchstwahrscheinlich ist sie eine Infiltratorin des Instituts. Selbst wenn sie ein unglückseliges Opfer ist, kann alles in Gefahr geraten, wenn wir sie verschonen. Dieser Paranoid, die Oma. Traust du mir denn? Angebot.
Ich kann nur ablehnen und annehmen und ich kann der ihr Angebot nicht annehmen. Tut mir leid, wir können nicht, Fuck. Ah. Wir können, also... Nee. Bedrohst du mich etwa, Dan? Ich habe einen Kodex. Ist nicht immer gut fürs Geld, aber lässt mich gut schlafen. Ich werde den Auftrag ausführen, auch wenn ich dich dafür töten muss. Okay. Aber nicht nett. Covenant ist eine Zuflucht? Über die Jahre haben wir Gleichgesinnte rekrutiert. Unsere Leben wurden vom Institut zerstört. In Covenant geht es hauptsächlich darum, den Safe-Test anzuwenden und zu verfeinern. Für manche ist auch die humanitäre Seite wichtig. Wenn du zerstörst, was es hier noch gibt, werden ihre Leben wieder auf den Kopf gestellt. Ja, aber ich kann dein Angebot nicht annehmen, es tut mir leid. Dann musst du mich wohl töten. Muss gar niemanden töten. Willkommen am Terminal. Zelle 1 aufschließen. Abgeschlossen. Gott sei Dank, ich bin frei. Da musst du mich wohl töten. Dann geht's erstmal was bauen. Wo will die hin? Hey. Ich danke dir vielmals. Wo willst du hin? Dan. Hey, Dan. Stockton kriegt seine Tochter und wir werden bezahlt. Gar nicht schlecht. Was ist, wenn sie ein Synth ist? Was, wenn sie ein Synth ist? Nach all dem wissen sie immer noch nicht, ob sie ein Synth ist. Ich finde, sie ist menschlich genug. Hier ist dein Anteil an der Belohnung. Meine Hälfte hole ich mir von Stockton. War mir ein Vergnügen. Jo, finde ich auch. Nee, ich will dir nicht bescheißen. Okay, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Bis dann. Mach's gut. Aaron ist menschlich abgeschlossen. Level up. Und wir haben die nicht umgebracht. Warum auch immer. Dr. Chambers. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Will dich nicht umbringen. Das verstehe ich. Ich weiß nicht, was warum die alle nur in Schwarz-Weiß-Kasten denken können. Verstehe ich nicht. Hier kann ich den Scheiß verbessern. Ich lasse die einfach erstmal am Leben. Was kann der Pitboy verbessern? Ach, die Farbe, glaube ich, ne? Wir haben keine Mods. Dafür im Moment. Rüstung, ja, brauche ich jetzt auch nicht. Wir lassen die jetzt am Leben und ich hoffe, dass den Covenant wir trotzdem noch einkaufen können. Ehrlich gesagt. Noch ein Fräser. Du trinkst zu viel. Du trinkst zu viel. Nee, du trinkst zu viel. Ist doch scheiße, Mann, das Spiel, echt. Das ist doch nur wie Skyrim hier, Mann. Transfer, wir müssen das mal zurücklegen, es tut mir leid. Soweit ist es schon gekommen, ich muss Sachen zurücklegen. Bergbauhelm würde ich gerne mal behalten. Kann der wirklich Licht machen oder ist das nur Deko? So, Gewicht ist gut. Okay. Ich will nochmal zurück ganz kurz nach Covenant. Das Schloss kriege ich nicht auf. Da liegt da nur... Den Eimer hätte ich gerne da hinten. Den hätte ich wirklich gerne in meiner Sammlung von Eimern. Ich habe eine Sammlung von Eimern. In Sanctuary. Hier ist noch so einer. Der ist bestimmt lecker. Da müssen wir jetzt nicht jede Zelle aufschließen, vermutlich. Wir können es schnell machen, das ist kein Problem. Laborstation. Tun die ja nichts. Warum soll ich die umbringen? Ich weiß nicht, ob die Lösung vorgesehen ist. Dass wir die nicht umbringen müssen. Vielleicht ist das so nicht vorgesehen, aber wir machen natürlich immer, was wir wollen. Ist auch irgendwie Punkrock. Das ist der richtige Weg, das ist ja fast ein Konzentrationslager hier, wenn du es genau nimmst. Das ist der richtige Weg, ist, ich weiß es nicht.
Also es, für mein Moralverständnis wäre auch rechtfertigt gewesen, diese umzubringen. Weil Folter ist keine Lösung irgendwo. Und gibt's hier einen Kern? Scheiße. Das wäre es noch gewesen, so einen schönen Kern. Oh, ach, ich nehme jetzt mal nichts mit. Wir gehen mal jetzt einfach besten. Ja, das ist halt das Problem mit solchen menschlichen Dingen. Wir haben ja alles erkundet hier drin. Ich glaube, es geht hier hoch, oder? Ich hoffe. Ja, hier sind wir reingekommen. Da liegt noch ein Nackter. Daran sehe ich, dass ich hier noch Platz hatte zum einen. Wenn die nämlich noch Klamotten anhaben, die NPCs, dann habe ich keinen Platz mehr gehabt. You know? Brauche ich denn demnächst? Ich muss mal den Helm. Kann ich den Helm aufsetzen? Sag mal, Kleidung. Kleidung besser kaufen bei Kick. Ne, L vielleicht. Ne. Schade, das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen. Wir gehen mal ganz kurz nochmal nach Covenant. Ich hoffe, dass die uns trotzdem noch jetzt willkommen heißen. Ich meine, wir haben ja nichts gemacht. Wir haben nur die Stockton befreit. Und die haben uns angelogen. Eigentlich müssen wir denen die Hölle heiß machen. Weil die uns angelogen haben. Die sind ja die Bösen, nicht wir. Eigentlich wollte ich noch ins grüne Juwel, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht noch mehr Questen in Covenant gibt, die ich noch gar nicht kenne. So, raus ist dem Schnodder hier. Hier ist der Angler. Vertreib ey, Angler. Mir die Fische nicht, Arschloch. Er hat Arschloch gesagt. Ich hab den gar nicht getan, den Blödmann. Krasse Typen, echt krasse Typen. So, dann würde ich sagen, auf zurück zum Covenant. Das ist hier. Rex von uns, wir müssen um den See drum rum. Also wir wissen, wir können durchschwimmen, aber das wird die Rad wieder so hoch und dann muss ich wieder Red Away nehmen und da bin ich wieder so geizig zu im Moment. Weil wir noch nicht alles auf rauen Mengen haben. Das ist ja nicht 476. Habe ich mehr, wahrscheinlich gibt es hier in dem See noch was zu entdecken, weil da liegt so eine Drohne. Das sieht mir auch quasi so aus. Wenn man da irgendwie was drin verstecken könnte. Also war die Covenant, das Lager der Covenant, also das unterirdische Lager hier, das war nicht das Institut, sondern Abtrünnige des Instituts, die versuchen, per Folter zu gucken, ob ihre Fragen richtig sind. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, kann mich nicht reinversetzen. Fühle ich nicht. Sorry, Bro. Gottlos, gottlos. Fühle ich nicht. Also das sollten wir strengstens vermieden, sowas. So ein bisschen die Guantanamo Bay oh, Swanson. Was? Chinesisches Offiziersschwert. Breeze-Jacke. Ich glaube, wir müssen hier weg. Wer kommt da? Ach, die haben alle zusammengehört. Das kannst du also vergessen. Ich bin so über sowas von überladen. Das hat mich jetzt kalt erwischt, ehrlich gesagt. Das hat mich jetzt kalt erwischt. Ja, aber wir konnten die nicht umbringen, sorry. Ich hätte das wohl so nicht gedacht, ehrlich gesagt, vom Entwickler. Also ich denke mal, es gibt da eine diplomatische Lösung. Aber ich wüsste jetzt nicht welche. Was wir jetzt, ich wüsste nicht, was wir falsch gemacht haben. Ich versuche gerade die ganze Zeit zu überlegen, was wir falsch gemacht haben. Oder ich falsch gemacht, nicht wir.
will die auch nicht alle umbringen jetzt, Mann. Die soll mich einfach in Ruhe lassen. Was trifft mich denn? Das ist doch ein Witz. Naja. Gibt ja noch mehr Siedlungen wahrscheinlich, also bin ich jetzt nicht traurig, es waren ja irgendwelche Halbnazis hier. Von daher glaube ich nicht, dass das jetzt Oh, ist ein Friedhof. Wildwood Friedhof. Hier können wir uns mal kurz verschnaufen. Wow. Aua! Meine Fresse, was ist denn hier los, ey? So. Nur Kampf hier, Kampf, Kampf, Kampf. So, ich wollte eigentlich erstmal nur mich orientieren. Da höre ich doch aus dem Hintergrund, aus dem Institut quasi, höre ich, dass die Folge gleich vorbei ist. Und deswegen werden wir jetzt auch nicht mehr viel machen. Aber wir versuchen auf jeden Fall in der nächsten Folge dann, ja, hier, könnt ihr das Versteck der Overalls machen. Und da war noch so eine Kleinigkeit, aber die scheint weg zu... Ach, die habe ich deaktiviert, die müssen wir noch aktivieren. Ich kann mal kurz nochmal in die Daten gucken, aber wir haben die Quest hier abgeschlossen, aber es ist halt blöd, dass die jetzt böse auf uns sind. Ne? Vielleicht können wir die irgendwann wieder überreden. Ich weiß nicht, ich würde da mal im Nachgang mal gucken. Wir haben uns an irgendeiner Stelle wahrscheinlich irgendwie falsch entschieden. Vielleicht. Ich glaube, ich weiß wo. Ich glaube, ich weiß wo, als der Typ uns angelauert hat. Ich glaube, ich weiß, wo wir uns falsch entschieden haben. Vielleicht können wir es noch regeln. Ich weiß nicht. Ich gucke gleich mal, was wir noch an Speicherpunkten haben. Tja, dann sind wir auch am Ende von der Folge angekommen. Ich werde es gleich mal offscreen gucken. Vielleicht haben wir noch eine andere Möglichkeit. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der Vault.